So, willkommen wieder zurück bei Rise of the Tomb Raider. Ich habe noch mal ein bisschen an den Grafikeinstellungen gedreht und bete doch jetzt dafür, dass das hier endlich ruckelfrei läuft. Außerdem erwartet uns da unten, glaube ich, ein bisschen Action endlich. Hier oben schon alles eingesammelt? Ja, ich glaube ja. Einfach mal losrutschen. Zack. Da blinkt der was, das habe ich gesehen. Wo ist es denn jetzt hin? Da. Kann er nicht mal stillhalten? Ist er jetzt verschwunden? Er ist einfach verschwunden. Da ist er wieder. Morgendliche Zielübungen. Ja, gut, komm. Was? Was? Ich bin einfach zu schlecht. Und da hinten hat mich einer gehört. Ich kann nichts für ihn tun. Nur für ihn. Ein Pfeil. Irgendwas geht davor. Er ist mir auf der Spur. Es kam von hier. Das ist ja voll der Detektiv. Der erste Tag in Sibirien und es passiert. 2 Jahre in Afghanistan, 1 in Indonesien und nichts. Aber ein Tag hier im Eis und zack, ich erledige einen. Die Augen des Mannes wurden glasig und er flehte mich um etwas an. Kein Russe, keine Ahnung. Ich blieb bei ihm und sah zu. Erst war er noch da, dann nichts mehr. Nur noch Fleisch. Ich habe in den Schnee gekotzt. Der war ganz rot von Blut. Jetzt ist er nur noch Fleisch. Und ich lebe. Konstantin sagt immer, dass wir aus einem besonderen Grund hier sind und Gottes Werk tun. Allmählich erkenne ich das. So was habe ich noch nicht erlebt. Komplett irre. Greift 3 bewaffnete Männer mit einer Axt an. Keine Ahnung, wie die einen davon lebend kriegen konnten. Wer zur Hölle sind diese Leute? Laut Erstaufklärung sollte ein altes... Ich sehe mal nach. Verstanden. Ablenkungsmanöver. Wie zur Hölle kam das denn hier? Ups. Oh, oh, das wollte ich jetzt nicht. Durchsuchen und säubern. Los geht's. Haben mich aber doch nicht gefunden. Oh, oh, die sind bewaffnet. Hab sie, da ist sie. Oh, das ging nochmal gut. Gerettet. Hau ich dem da voll die Flasche an den Kopf. Vielleicht öfter die Instinkte nutzen.
hier liegt auch noch was begraben. Vergraben. Whatever. Schon wieder Hubschrauber. Kommt noch mehr von ihnen. Konstantin erwartet mehr von uns. Jemand muss für diesen Fehler bezahlen. Kann ich die auch wieder fallen lassen? Wenn ich sie nicht werfen will? Oh. Das war die falsche Taste. Ja. Die meisten Rationen sind bei der Explosion verwertet. Das hier ist ein Fehlschlag. Nimm dies. Deine Kollege hat aber gerade ziemlich gechillt reagiert. Oh, ich hatte Schuss. Und ich habe an die Spezialfähigkeit gedacht. Yeah. Seht ihr noch mehr? No. Sobald ich wieder aufstehe, ist es sicher. Verschwendung. Hier sind wohl Flaschen. Alarm, wir haben einen Eindringling. Oh, noch mehr. Da. Mist, knapp daneben. Bergungsgut und etwas zu lesen oder zu hören? Ich weiß, ich habe schon zweifelhafte Jobs gemacht. Und ich weiß, dass du das nicht gut findest. Aber diesen Vertrag konnte ich nicht ablehnen. Ich will schon seit Jahren für Trinity arbeiten. Sie sind diskret, die Bezahlung ist Wahnsinn. Sie haben immer irgendwas. Und jetzt bin ich hier und will wieder weg. Wir sind in einer verlassenen Sowjetanlage, mitten im Nichts. Niemand sagt uns unwichtigen Externen, was los ist. Aber ich glaube, wir verhelfen ein paar echt miesen Typen zu einer Atombombe oder etwas ähnlich Furchtbarem. Und das wäre noch der beste Fall. Melde dich, wenn du das liest. Ich habe uns einen sicheren Kanal im Netzwerk verschafft. Bei einer solchen Operation bräuchten sie bessere Sicherheitsmaßnahmen, aber dafür haben sie wohl mich engagiert. Ein altes sowjetisches Schiff. Lenin lebte. Lenin lebt. Lenin wird ewig leben. Russisch, Level up.
3 von 4 Teile für halbautomatische Pistole. Laternen, Laternen. Ja, nee, das versuche ich lieber gar nicht erst. Oh, da ist noch Bergungsgut. Halten Sie 8C gedrückt zum Ablegen. Da hatte ich schon die richtige Taste gedrückt, nur nicht gedrückt gehalten. Die erste Schusswaffe. Ein Rick Grimes Revolver. Die Rote Armee kommt hierher. Ich verfolge sie schon seit Wochen. Ich habe zugesehen, wie Hunderte von ihnen Eisenstreben auf dem Eis verlegen. Viele sind gestorben und ihre Körper hat man einfach in der Tundra zurückgelassen. Kein Übergangsritual, weder Begräbnis noch Einäscherung. Diese neuen Invasoren sind grausame, gottlose Männer. Sind sie auf die wertvollen Metalle des Berges aus? Oder werden sie wie all die anderen von der göttlichen Quelle angezogen? Mein Volk muss sich wieder für den Krieg rüsten. Agios Oteos. Agios Prophetes. Agios Satanatros. Sie haben ihn gefangen. Muss. Oh nein. Nein, nein, nein. Wen gefangen? Fehlende Ausrüstung. Sie benötigen den Dietrich. Aha. Ja, Sir. So viel Widerstand war unerwartet. Du solltest beobachten. Mein zweites Paar Augen sein. Du musst wissen, was bei dieser Operation auf dem Spiel steht. Ja, aber... Nein. Nein. Bist du nicht. Nein. Wie könnte das jemand...
Unser Ziel ist fast erreicht, aber wir müssen besser aufpassen. Der Erfolg hier bringt uns eine neue Welt. Eine nach unseren Vorstellungen. Konstantin, Sie werden umgehend beim Gefängnis gebraucht. Ein Gefangener weiß vielleicht was über das Artefakt. Bleibt im Glauben. Und ihr werdet Teil der Herrlichkeit der göttlichen Quelle. Arbeitet denn bitte freiwillig mit diesem Kerl? Wir haben wohl noch ein Treibstoffleck. Was zur Hölle ist passiert? Das Ding ist 50 Jahre alt. Wieder wohl versagt. Okay, dann schließen wir es. Wir dürfen nach dem Angriff nicht noch mehr verlieren. Okay, ich mach das. Halte das da mal fest. Ich brauche mehr Hebelwirkung. Verdammt. Die Kupplung ist hin. Kannst du mir mal helfen? Ja, klar. Oh. Zeigen Sie sich. Hat keiner gemerkt? Hat keiner gemerkt? Oh nein! Was war das denn? Wie habe ich es denn jetzt bitte geschafft? Ob ich das noch überlebe? Oh. Ich hatte ja schon fast aufgegeben. Wow. Und jetzt steht die Lampe wieder hier. Ich werde verrückt. Wie habe ich es denn bloß geschafft, dagegen zu schießen? Ich wollte eigentlich den Typen wegschießen da hinten, dann die Lampe nehmen und auf die zwei hier schmeißen, die in dieser Pfütze stehen. Hat aber alles nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Es ging mächtig schief. Jetzt besser. Ich bin nämlich Arzt. Ärztin. Dr. Lara Croft. Kann hier rüberspringen? Hier ist aber nichts, oder? Ich muss irgendwie den Tank zerstören. Voll. Den können wir noch plündern. Noch mehr Sowjetpropaganda. Die Nacht wird uns nicht an der Arbeit hindern. Immer schön Russisch lernen. Man weiß nie, wann man das noch gebrauchen kann. Lager.
Und weil es immer noch ruckelt, lege ich hier direkt mal eine Pause kurz ein und werde noch mal ein paar Einstellungen ändern. Es geht dann gleich in der nächsten Folge weiter.